Hallo Gartenfreunde, ein neues Video, ein Erntevideo, ein Not-Erntevideo. Es waren nämlich wieder die Langfinger da. Aber erst kommen mal die Meise. So Freunde, wir müssen ein paar Paprikas ernten. Hier waren sie nicht, aber anderen Fleck, zeige ich dann gleich. Haben sie hier nicht gesehen. Versteckt. Müssen wir hier mal ernten. Sehen doch nicht schlecht aus. Klopfen. Ist eigentlich schon perfekte Ware. Ab. Moment, rum. Kamera rum. Hier. Machen wir ab. Ist mir die Mopsen. Ich mache die erstmal ab hier auf diesem Feld und dann gehen wir auf die andere Reihe, wo die Langfinger waren. Freunde, das waren die Paprikas von diesem Feld hier. Das sind ja nicht viele. 10 oder 12 Pflanzen stehen hier. Das lässt sich sehen. Reicht auf alle Fälle für Mittagessen. Aber hier auch eine dabei, die wieder Sonnenbrand hat. Aber nur eine, die anderen alle gut. Da haben wir hier 3, 6, 9, 10, 11 Stück. So, jetzt gehen wir mal zu dem anderen Feld. Da sieht es nicht so gut aus. Jetzt sind wir bei dem anderen Feld. Und wie man sieht, nichts weiter rein. Nur noch kleine da. Alle gemopst. Zapp, zapp, krall. Hier die besten ab. Wie geht noch? Etwas klein. Ah, ist es immer Mopsen? Nehmen wir die mit. Ja,
haben wir eine, die einigermaßen geht. Nehmen wir auch noch mit. Hier haben wir noch eine. Hier ist noch eine mit Sonnenbrand. Hier das wieder rausschneiden. Ausschneiden, so die Soße geht. Hier haben sie eine abgerissen, liegen lassen. Klein. Abgerissen, liegen lassen. War bestimmt Wochenende. Und haben wir noch, kann man reingehen. Hier haben wir noch sowas Rundes. Die ist auch etwas schwarz. Hier haben wir noch. Eine haben wir noch. Hier haben wir noch eine. So, die anderen sind zu klein. Die anderen sind zu klein. Lass mal dran. Mal hier rein ins Körbchen. Das Körbchen. Oh, sieht ganz gut aus. Jetzt auf die hier. Ist etwas verbrannt. Eine. Die nicht. Zwei Stück, die verbrannt sind. Und da haben sie noch gemopst. Tomaten. Pomodore durchgekreift. Aber ich hoffe ja, dass sie im Bauch die Dinger rumdrehen. Habe ich nämlich gespritzt. Darf man zwei Wochen nicht essen. Pomodore Krall. Ah ja, Pomodore Chemie. Ja, Chibotik Blocher. So.
So, Gartenfreund, ich habe noch eine Ernte heute. Gehen wir da noch hin. So, und zwar wollen wir die Lauchzwiebeln rausmachen hier. Die Lauchzwiebeln hätte ich Samen gekauft als Steckzwiebeln. Im August als Steckzwiebeln in die Erde gebracht. Und was kommt raus? Lauchzwiebeln. Video werde ich oben verlinken. Da haben wir jetzt dafür zwei Felder Lauchzwiebeln. Ich werde klein schnippeln und einfrosten. Machen wir erstmal raus. Ich würde sagen, das reicht. Mache ich erstmal fertig, dann zeige ich das nochmal, wie es aussieht. Dann haben wir noch zum Verzehr vom Sommer noch reichlich. Oder Bandite. Hier drüben steht auch noch ein Feld. Also wer im Frühling Lauchzwiebeln hat, kann schon August aussehen. Klappt wunderbar. Massenweise. Video, wie gesagt, oben verlinken. Ich glaube so am 25. August ausgesät. Klappt hervorragend. So, jetzt werde ich den noch zubereiten, dann zeige ich das nochmal. Hier haben wir die Ausbeute von heute. Mit Ernte. Die Paprikas. Und die Lauchzwiebeln. Die Lauchzwiebeln habe ich hier geputzt. Abgeschnitten, hier auch abgeschnitten und das wird dann klein geschnippelt und eingefroren für den Winter. Wird reichen. Für den Winter. Die haben wir noch reichlich auf dem Feld. Übrigens, das Feld hier, zeige ich da nochmal und dann laufe ich da nochmal ab. Kommt nächstes Jahr ein neues Projekt. Gab es auf YouTube? Ich glaube noch nicht. Jedenfalls habe ich das Projekt noch nicht gesehen. Das geht. Also ungefähr von hier bis zum Wein. Bis hierher. Das sind circa 100 Quadratmeter. Hier standen ja überall Zwiebeln. Hier Zwiebeln. Hier Zwiebeln. Hier Zwiebeln. Knoblauch.
Wie haben wir denn? Die Lauchzwiebeln, Stuttgarter Riesen, Deckzwiebeln. Darf ja 3 Jahre keine Zwiebeln drauf. Also machen wir 2020 neues Projekt. Also ein Abbau würde sich lohnen, damit du das nicht verpasst. So, das war's zum Abschluss. So Freunde, wie immer, über einen Daumen nach oben und mich freuen, abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, wenn ihr das nächste Video nicht verpasst. Auf Wiedersehen, Agapaka. Übrigens steht hier eine kleine Witte.